Die Theorie, dass höher entwickelte Wesen von einem anderen Planeten beim Bau der großen Pyramide von Gizeh geholfen haben könnten, ist nichts Neues. Und wenn man darüber nachdenkt, ist es nicht so verrückt, wie es klingen mag. Wie sonst könnte man erklären, wie einige der erstaunlichsten und mysteriösesten Ingenieurleistungen der Menschheitsgeschichte vollbracht wurden? Massive Steinblöcke zu bewegen, die anscheinend aus vielen Kilometern Entfernung abgebaut wurden, und sie zu etwas so Kolossalem und Präzisem zusammenzusetzen, scheint selbst heute mit all den Maschinen und dem Wissen, über das wir verfügen, eine unüberwindbare Aufgabe zu sein. Wie haben es die Menschen des Altertums vor so vielen tausend Jahren ohne den Einsatz moderner Bautechniken und Werkzeuge geschafft? Wie haben sie die Position der Pyramiden mit der Orion-Konstellation und die Schachtöffnungen mit den Sirius- und Draco-Konstellationen in Einklang gebracht? Logischerweise müssen die alten Ägypter etwas oder jemanden gekannt haben, was wir nicht kannten. Einige sagen, dass nur diejenigen, die Zugang zu fortschrittlicher Technologie haben, in der Lage sein würden, ein solches Meisterwerk zu schaffen. Die Errichtung der Pyramide von Gizeh erforderte äußerst fortgeschrittene mathematische, architektonische, technische, geologische, geografische und sogar astronomische Kenntnisse. Nur dann wäre man in der Lage, eine so massive Steinstruktur mit perfekter mathematischer Ausrichtung zu schaffen. Andererseits geben wir ihnen vielleicht nicht den Respekt, den sie verdienen. Die alten Ägypter waren äußerst schlau, also hätten sie vielleicht auch ohne die Hilfe von Außerirdischen ihre eigenen Pyramiden bauen können. Tatsache ist jedoch, dass von den 7 Weltwundern der Antike nicht nur die große Pyramide von Gizeh das einzige ist, was noch steht, sondern sie war bereits fast 2000 Jahre alt, als andere Kulturen begannen, ihre Wunder zu bauen. Nach jüngsten Enthüllungen ist das, was man uns in der Schule erzählt hat, dass die Pyramiden etwa 4000 Jahre alt sind, nicht wahr. Archäologische und geologische Funde belegen, dass die Pyramiden tatsächlich vor etwa 10.000 Jahren gebaut wurden, als man glaubte, dass die Menschen noch in Höhlen lebten. All diese Ungereimtheiten führen dazu, dass viele Menschen an die seltsamere Erklärung glauben, die einzige, die tatsächlich Sinn macht. Diejenigen, die an die Theorie frühzeitlicher Astronauten glauben, haben mehr Gründe als nur die Komplexität des Pyramidenbaus, anzunehmen, dass außerirdische Besucher an der Entwicklung und sogar an der Entstehung früherer Zivilisationen beteiligt waren. Der Leiter der Abteilung für Archäologie der Universität Kairo, Professor Dr. Alaa Shaheen, hat offenbar auf einer Konferenz über altägyptische Wissenschaft erklärt, dass die Theorie wahr sein könnte, dass alte, außerirdische Besucher für den Bau der Pyramiden von Gizeh verantwortlich gewesen sein könnten. Als er von Marek Nowak, einem Delegierten aus Polen, weiter befragt wurde, ob die Pyramide noch eine außerirdische Technologie in ihrer Struktur enthalten könnte, war Dr. Shaheen vage und antwortete: "Ich kann dies weder bestätigen noch leugnen, aber da ist etwas im Inneren der Pyramide, das nicht von dieser Welt ist." Gibt es genügend Beweise, um zu schlussfolgern, dass Besucher von einem anderen Planeten seit Tausenden von Jahren hier sind und den Fortschritt der Menschheit geleitet und beeinflusst haben? Oder waren die Menschen des Altertums viel weiter fortgeschritten, als wir uns vorstellen können? Sind einige wichtige Informationen über unsere Vergangenheit im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen? Natürlich werden wir es wahrscheinlich nie mit Sicherheit wissen, aber schauen wir uns die schockierenden Fakten, die überwältigenden Theorien und die faszinierenden Möglichkeiten über den wahren Ursprung der größten und mysteriösesten Struktur auf unserem Planeten genauer an. Beginnen wir damit zu diskutieren, wie die ägyptischen Pyramiden gebaut wurden. Unter der Annahme, dass die Pyramiden von Menschenhand gebaut wurden, ist es sehr schwer zu erklären, wie 2,5 Millionen Blöcke mit extremer Präzision einzeln geschnitten wurden. Die meisten Blöcke, aus denen die große Pyramide besteht, sind aus massivem Kalkstein und Granit. Die Kalksteinblöcke, die jeweils fast 3 Tonnen wogen, stammten wahrscheinlich aus lokalen Quellen. Aber die Granitblöcke, von denen einige über 70 Tonnen wogen, wurden von einem über 500 Meilen entfernten Standort transportiert.
Es ist absolut unmöglich, ein solches Gewicht zu tragen, egal welche Technik oder welches alte Werkzeug verwendet wurde. Wie hat eine Zivilisation, die das Rad zu dieser Zeit noch nicht mal entdeckte, diese Dinge an den Ort gebracht? Und als sie dort hatten, wie haben sie sie überhaupt mit solcher Präzision an ihren Platz gebracht? Bedenken Sie, wir sprechen von Gebäuden, die vielleicht die ältesten sind, die heute noch stehen. Im Laufe der Zeit waren Erdbeben und Erosion für das verantwortlich, was wir heute sehen. Es ist wichtig zu bedenken, dass die Pyramiden ursprünglich eine Außenhülle aus weißen Kalksteinblöcken hatten, die perfekt poliert und angepasst waren. Jahrtausende lang sahen sie aus wie schimmernde, leuchtende Gebilde, die die Sonne auf prachtvolle Weise reflektierten. Laut Marcus Antonius, dem berühmten römischen General, war die Pyramide von Gizeh aus 160 Kilometern Entfernung sichtbar und strahlte wie ein kostbares Juwel. Um solch wunderbare Ergebnisse zu erzielen, müsste jeder Block präzise geschnitten werden. Wie kann eine alte Zivilisation massive Blöcke mit laserähnlicher Präzision schneiden und sie perfekt an Ort und Stelle einfügen? Wie haben sie die Felsen von ihrer ursprünglichen Position 500 Meilen entfernt gehoben und transportiert? Wie bewegten sie sich über das Gelände, die Wüste, das Wasser und den Sand und hoben sie dann übereinander, um die Pyramide zu bauen? Selbst wenn Arbeiter das unmögliche und unvorstellbare Kunststück von 10 übereinander gestapelten Blöcken pro Tag geschafft hätten, hätten sie die 2,5 Millionen Steinblöcke in etwa 250.000 Tagen zu der Steinpyramide zusammengesetzt. Das sind 664 Jahre, nicht einmal lang genug für denjenigen, der es angeblich gebaut hat, um seine Fertigstellung zu sehen. Sie sagen, dass die Pyramiden als Gräber für die mumifizierten Pharaonen gebaut wurden, aber in den großen Pyramiden wurde nie eine einzige Mumie gefunden. Wir haben in einem anderen Video über den wahren Zweck der Pyramiden gesprochen und ich denke, alle von uns, die es gesehen haben, können zustimmen, dass sie definitiv keine Gräber waren und ihr Zweck viel größer und anspruchsvoller war. Je mehr wir über die Pyramide von Gizeh erfahren, desto schwieriger ist es zu glauben, dass sie überhaupt von den Ägyptern gebaut wurde. Selbst wenn wir akzeptieren, dass die ägyptische Zivilisation vor 10.000 Jahren tatsächlich existierte, sind die Fragen immer noch enorm. Die Ägypter hatten keine Kenntnisse der modernen Geologie. Und ohne diese Kenntnisse ist es unmöglich, dass eine solche Konstruktion nicht zusammenbricht oder absackt. In der modernen Bauindustrie halten die Ingenieure eine Senkungsrate von rund 15 cm in 100 Jahren für akzeptabel. In 4000 Jahren, so die offizielle Version, war die große Pyramide mit einem Gewicht von 6.350.000 Tonnen, das sind ca. 14 Milliarden Pfund, nur um 1,3 cm gesunken. Auch wenn das Alter der Pyramide etwa 4000 Jahre alt wäre und nicht etwa 10.000 Jahre, wie die meisten von uns zustimmen können, ist eine Senke von 1,3 Zentimetern definitiv eine jenseitige architektonische Leistung. Darüber hinaus ist es im modernen Bauwesen eine außergewöhnliche Leistung, jede Seite des Gebäudes auf einer Abweichung von rund 15 Zentimeter zu halten. Aber die große Pyramide hat nur eine Abweichung von rund 0,6 Zentimetern. Dies ist heute selbst mit unserer gesamten modernen Technologie nicht nachzubilden. Die Steinblöcke wurden mit einer Toleranz von 0,02 mm bis 0,05 mm platziert. So genau, dass keine Rasierklinge dazwischen passt. Laut Mathematikern sollen die Ägypter beim Bau der Pyramiden mehrere sehr fortschrittliche Konzepte und Formeln verwendet haben, die angeblich erst Jahrtausende später entdeckt wurden. Die geografische Ausrichtung der großen Pyramide ist wahrscheinlich das erstaunlichste Merkmal. Seine Seiten sind fast perfekt von Norden nach Süden und von Osten nach Westen angeordnet und perfekt auf den genauen Norden der Erde ausgerichtet. Der genaue Norden kann nur auf einer Karte des Planeten anhand der Längslinien berechnet werden und unterscheidet sich vom magnetischen Norden, der vom Kompass angezeigt wird. Wie war eine Zivilisation aus der quasi Steinzeit in der Lage, den genauen Norden zu bestimmen?
Außerdem befindet sich die Große Pyramide im Zentrum der gesamten Landmasse der Erde, der Ost-West-Breitengrad, der das meiste Land durchquert, und der Nord-Süd-Meridian, der das meiste Land durchquert, schneiden sich genau an der Stelle der Großen Pyramide. All dies sind Indikatoren für eine Struktur, die in extremer mathematischer Ausrichtung mit unserem Planeten gebaut wurde. Aber die unglaublichen Eigenschaften enden hier nicht. Auch der Bau der Großen Pyramide zeigt außerordentliches astronomisches Wissen. Die Konstrukteure konnten den Tag und das Jahr messen und das Äquinoxium genau bestimmen. Sie wussten, dass die Erde eine Kugel ist und wussten, wie man ihren Längen- und Breitengrad genau berechnet. Die Große Pyramide gilt als die wichtigste Konstruktion in der Geschichte der Erde. Aber es gibt kein einziges Bild, keine Zeichnung, kein Artefakt und keine Inventarliste, kein Register oder keine Darstellung, die von ihrer Errichtung durch eine alte Zivilisation berichten. Die Ägypter haben uns 3000 Jahre schriftliche und fotografische Geschichte hinterlassen, die ihre gesamte Geschichte abdeckt, aber nichts über die Pyramiden von Gizeh. Da fragt man sich, warum? Vielleicht liegt der Grund einfach darin, dass die Pyramiden nicht Teil ihrer Geschichte waren. Aber wenn die Ägypter nicht die Erbauer der Pyramiden sind, wer dann? Wenn wir in keiner der altägyptischen Schriften Informationen über die Pyramiden finden können, sollten wir uns vielleicht woanders umsehen. Vielleicht sollten wir die alten Texte einer Zivilisation studieren, die noch älter ist als die ägyptische. Die allererste Zivilisation, die überhaupt das Schriftsystem entwickelt hat. Im alten Mesopotamien, das irgendwo um 4000 vor Christus begann, gab es eine fruchtbare Region namens Sumer und ein Volk, das wir als Sumerer bezeichnen. Diese Menschen waren, wie die Ägypter, ziemlich fortgeschritten für das Zeitalter, in dem sie lebten. Sie verfügten über fortgeschrittene Kenntnisse in Mathematik und Architektur und gelten als die Schöpfer der Zivilisation, wie der moderne Mensch sie versteht. Die Sumerer sind auch die erste Zivilisation, die Geschichte aufzeichnet, was uns einige erstaunliche Enthüllungen liefert. Wenn wir die alten sumerischen Schriften studieren, wissen wir, dass sie Götter verehrten, die sie Anunnaki nannten, was wörtlich diejenigen, die vom Himmel auf die Erde kamen, bedeutet. Und nicht nur die Sumerer, anscheinend kannten auch andere Kulturen in Mesopotamien diese Gottheiten. Heutzutage stehen die Anunnaki im Mittelpunkt vieler Debatten über Besuche von Außerirdischen in der Vergangenheit und was genau die Menschen damals gesehen haben. Viele glauben, dass die Schöpfungsgeschichte der Anunnaki nicht nur Mythologie ist. Tatsächlich geben die Sumerer selbst zu, dass ihnen alles Wissen, das sie besitzen, tatsächlich von diesen Wesen gegeben wurde. Sie glauben, dass diese Wesen vom Himmel kamen und ihr fortgeschrittenes Wissen zusammen mit einem Teil ihrer außerirdischen DNA an die Menschheit weitergaben. So wurden sie zu unseren Schöpfergöttern. In den 1970er Jahren erkannte der verstorbene Zachariah Sitchin, nachdem er die alten sumerischen Texte studiert, übersetzt und interpretiert hatte, dass sie erstaunliche Informationen über die Ursprünge der menschlichen Spezies enthüllten. Anschließend schrieb er eine Reihe von Büchern, in denen er seine Theorien vorstellte. Sitchin glaubte, dass diese Wesen namens Anunnaki laut den sumerischen Tafeln von einem entfernten Planeten namens Nibiru stammen, einem abtrünnigen Planeten, der Tausende von Jahren braucht, um die Sonne zu umrunden. Sie können die ganze Geschichte der Anunnaki finden, indem Sie sich das Video in der oberen rechten Ecke ansehen. Um es kurz zu machen, diese außerirdischen Besucher beschlossen, den prähistorischen Menschen Homo erectus zu modifizieren, indem sie die Anunnaki-DNA einbauten und eine neue Sklavenart schufen. Im Handumdrehen war der Homo sapiens geboren. Wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, haben viele Probleme mit Sitchins Enthüllungen und seiner Interpretation alter Texte, aber andere haben hinter seiner Arbeit gestanden und weitere Beweise gefunden, die sie stützen. Laut denen, die die alte Astronautentheorie unterstützen, gibt es überall auf dem Planeten Beweise für Besuche von Außerirdischen, wenn sie wissen, wo sie suchen müssen.
Religiöse Texte, Kunst und Architektur der Antike sind vollgepackt mit direkten Bezügen für außerirdische Besucher aus einer anderen Welt. Ihre Technologie war so fortschrittlich, dass man begann, sie als Götter zu verehren. Als übernatürliche Wesen, die fliegen können, die Leben erschaffen können, die massive Strukturen bauen können, ohne dass sie überhaupt wussten, dass dies nichts anderes als fortgeschrittene Wissenschaft und Technologie ist. Diese Theorie ist das Einzige, was übrig bleibt, um die Entstehung all dieser megalithischen Strukturen zu erklären, die auf allen uns bekannten Kontinenten auf dem Planeten verstreut sind. Strukturen, die alte Zivilisationen unmöglich gebaut haben können. Als wir weiter die alten sumerischen Tafeln und ihre Geschichten über die Zeit studierten, als die Anunnaki die Erde durchstreiften, fanden wir eine Passage, die einen direkten Bezug zu den Pyramiden von Gizeh haben könnte. Nach der großen biblischen Flut, die in den sumerischen Tafeln als die große Sintflut bezeichnet wird, fanden wir Passagen, die erklärten, wie die Anunnaki-Götter einen Wiederaufbauprozess begannen und sehr ausgefeilte Strukturen errichteten, die geschaffen wurden, um solche Katastrophen zu überstehen. In der 10. sumerischen Tafel finden wir eine sehr interessante Passage, die lautet: Lass das Herz der Ebene den Himmel widerspiegeln. So empfahl Enlil Enki. Sobald Enki diesem zugestimmt hatte, ergriff Enlil aus den Himmeln Maßnahmen. In der Tat, wenn wir die Pyramiden studieren, nicht nur die von Gizeh, sondern alle Pyramiden und megalithischen Strukturen auf der ganzen Welt, können wir diese auffallende Ähnlichkeit feststellen. Sie sind alle genau auf die Sternkonstellationen ausgerichtet. Angefangen bei den Pyramiden von Gizeh bis hin zu Mexiko, in den alten Pyramiden von Teotihuacan und sogar in der Anordnung der alten indigenen Hopi-Dörfer im Südwesten. Die natürliche Struktur der drei Mesas richtet sich auch nach den drei Sternen im Gürtel des Orion. Sogar die Xi'an-Pyramiden in China sind auf Orion ausgerichtet. Wenn Sie außerdem eine gerade Linie von jeder der bekanntesten antiken Städten ziehen, werden Sie feststellen, dass sie nicht nur auf die Sterne, sondern auch aufeinander ausgerichtet sind, was eindeutig darauf hindeutet, dass sie von denselben Wesen an bestimmten strategischen Orten gebaut wurden. Es ist schwer, einer alten Tafel zu vertrauen, die Geschichten von Wesen erzählt, die vom Himmel kommen und Strukturen errichten, die auf die Sterne ausgerichtet sind. Aber wenn diese Geschichten mit echten Beweisen untermauert werden und es ist sonnenklar, dass alle großen Monumente rund um den Globus nach den Sternen ausgerichtet sind, muss man sich anfangen zu fragen, ob die Sumerer die Wahrheit gesagt haben. Wenn Sie immer noch nicht an den jenseitigen Ursprung der Pyramiden von Gizeh glauben, werfen Sie einen Blick auf eine andere Passage aus den sumerischen Tafeln. Auf eine Tafel zeichnete er das Bild von glattseitigen, himmelwärts aufsteigenden Gipfeln von ihnen. Wenn es möglich ist, dann soll es so sein, sagte Enlil zustimmend. Lass sie auch als Leuchttürme dienen. Diese Passage ist, genau wie die erste, nicht sehr spezifisch. Und es ist schwer zu sagen, ob sie sich wirklich auf die Pyramide von Gizeh bezieht, aber die folgende Passage ist sehr spezifisch und ein sorgfältiges Lesen lässt keinen Raum für Zweifel. Sie lautet: Auf dem flachen Land über dem Flusstal baute Ninkisi-da ein maßstabsgetreues Modell. Die ansteigenden Winkel und vier glatten Seiten hatte er damit perfektioniert. Daneben platzierte er einen größeren Gipfel, dessen Seiten er auf die vier Ecken der Erde ausrichtete. Durch die Anunnaki, mit ihren Werkzeugen der Macht, waren ihre Steine geschnitten und errichtet. Daneben, an einer genauen Stelle, platzierte er den Gipfel, der sein Zwilling war. Ich denke, es ist offensichtlich zu sagen, dass sich diese Passage eindeutig auf die Pyramide von Gizeh bezieht, die einzige Struktur ist, die genau auf die vier Ecken der Erde ausgerichtet ist, wie wir bereits erklärt haben. Die Passage besagt, dass die Pyramiden von den Anunnaki gebaut wurden, unter dem Namen von Ninkisi-da, dem Sohn von Enki, und der später den Ägyptern bekannt wurde als Tod, dem Gott der Weisheit und des Wissens. Es erklärt auch, wie die Anunnaki ihre Werkzeuge verwenden, um die massiven Steinblöcke zu schneiden und an Ort und Stelle zu setzen. Ein weiteres Rätsel, für das wir bisher keine Erklärung hatten.
Es scheint, dass das Errichten von Pyramiden für diese Wesen wahrscheinlich eine kleine Anstrengung war. Und als Ergebnis haben wir bereits Tausende von Pyramiden auf der ganzen Welt entdeckt. Aber wenn eine fortgeschrittene, alte, interstellare Zivilisation den massiven Pyramidenbau auf unserem Planeten initiierte, würden wir dann nicht auch einige Pyramiden oder Überreste von Pyramiden auf anderen Planeten finden? Nun, das haben wir tatsächlich. Am 20. Juli 1976 landete der Satellit namens Viking 1 als erstes Raumschiff erfolgreich auf der Marsoberfläche und führte seine Mission erfolgreich durch. Während Vikings Mission zur Erforschung des Mars erhielt die NASA einige schockierende Fotos. Das erste zeigt eine menschenähnliche Konstruktion, die sich über Meilen erstreckt. Aus irgendeinem Grund weigerte sich die NASA, das Gebiet erneut zu fotografieren, und erst nach großem Druck vieler Institutionen stimmte die NASA zu, ein weiteres Foto zu machen. 1979 schickte Viking ein zweites Foto, das die gleiche Struktur zeigt, aber aus einem anderen Blickwinkel. In der Nähe des Gesichts erschien eine alte Pyramide. Wie immer beeilte sich die NASA, die Entdeckung zu leugnen, indem sie uns sagte, dass das, was wir sehen, nur eine optische Täuschung sei. Viel später, als die Technologie fortgeschritten war, wurde ein spezielles Programm verwendet, um die Bilder dreidimensional zu formen. Dank dieser Technologie wurde festgestellt, dass die Marswand 460 Meter hoch und über 1,7 Kilometer lang ist. Das Studium anderer Bilder in der Nähe dieses Gebiets zeigt mehrere Pyramiden. Dieses Gebiet erhielt den Namen The Cydonia Complex. Und die Pyramide wurde die D&M Pyramid genannt. Mit der Zeit zeigten mehrere Studien, dass die Pyramiden von Gizeh tatsächlich eine Nachbildung der weit älteren Pyramiden des Cydonia Komplexes sind. Sogar unsere Sphinx befindet sich in der gleichen Position zu unseren Pyramiden wie die Mars-Sphinx zu den Cydonia-Pyramiden. Die Studien gehen sogar noch weiter und zeigen, dass die Platzierung des Gizeh-Komplexes auf der Erde auf genau denselben Koordinaten liegt wie der Cydonia-Komplex auf dem Mars. Abschließend denke ich, dass wir uns darauf einigen können, dass wir wenig bis gar nichts über unsere wahre Geschichte und unseren wahren Ursprung wissen. Wie der französische Dichter Charles Péguy aus dem 20. Jahrhundert sagt, es ist unmöglich, alte Geschichte zu schreiben, weil wir nicht genug Quellen haben, und unmöglich, moderne Geschichte zu schreiben, weil wir zu viele haben. Bitte teilen Sie uns in den Kommentaren mit, was Sie über den Zweck und den Ursprung der großen Pyramide von Gizeh denken. Wie immer vielen Dank fürs Zusehen, und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Wenn Sie neu hier sind, abonnieren Sie gern den Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um in Zukunft nichts zu verpassen.